Wenn Sie ein externes Gerät über AES-EBU anschließen wollen, sollten Sie das interne 32-Bit Floating Point Signal auf 24-Bit DIVAN, bevor Sie es zu den Ausgängen routen. Wenn Sie im Rahmen einer Musikproduktion eine Redbook-CD zum Gegenhören brennen möchten, können Sie den Export für diesen Zweck unter Zuhilfenahme von Dithering in 16-Bit-Auflösung vornehmen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, exportieren Sie das Master für die Weiterverarbeitung im 32-Bit-Format. Wenn Sie unbedingt ein Plugin verwenden wollen, von dem Sie wissen, dass es nur in 16 oder 24-Bit arbeitet, gehen Sie über Dithering auf die entsprechende Auflösung. Ich würde auf solche Plugins lieber verzichten. Im letzten Mastering-Schritt gehen Sie unter Einsatz des Dithering auf die Zielbit-Tiefe. Danach sind keine Änderungen am Master zulässig, weil diese sofort wieder in rechnerinterne 32-Bit-Auflösung erfolgen würden und die optimale Nutzung der 16 Bits durch das Dithering kaputt machen würde. Außerdem müsste noch einmal gedithert werden oder Sie würden auf 16-Bit truncaten, weil die interne Berechnung ja in 32-Bit erfolgt.